Wir neigen alle dazu, das für denkunmöglich zu halten, dass an diesen Orten getötet wird, obwohl, wenn man dieses Phänomen aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet, es kaum einen idealeren Tatort gibt für unerlaubtes, illegales, kriminelles Töten als ein Krankenhaus oder ein Pflegeheim. Er hat 27 alte Menschen getötet. Das im Zeitraum von 6 Jahren in verschiedenen Heimen in den Kantonen Luzern, Schweiz und Obwalden. Aus Mitleid mit den leidenden Pflegepatienten, wie ihr seht. Am Freitag steht der geständige Todespfleger von Luzern vor Gericht. Die Luzerner Staatsanwaltschaft fordert 17 Jahre Zuchthaus. Im Vorfeld des Prozesses rollt die Schweiz aktuell in einer Serie einen der grössten Kriminalfälle der Schweiz noch einmal auf. Stefan Eyholzer. Am 28. Juni 2001 schlägt die Luzerner Polizei im betagten Zentrum Eichhof zu. In der Nacht ist auf der Abteilung A eine Frau gestorben. Der Krankenpfleger Roger A. wird verhaftet. Er wird verdächtigt, diese Frau und noch weitere Menschen umgebracht zu haben. Nur wenige Tage vor dieser Verhaftung ist der Luzerner Sozialdirektor Rudi Meier über den Verdacht informiert worden. Wenn ich mir das vorstelle, irgendwann ist der Verdacht eine Tatsache geworden. Ja, das ist, was soll ich sagen, das ist ein schwerer Schlag gewesen, weil nämlich das Schlimmste, was ich mir als Variante gedacht habe, ist nachher dann eingetroffen. Der mutmaßliche Täter hat im Eichhof nicht nur eine Frau, sondern 9 umgebracht. Nur wenige Tage nach der Verhaftung des Pflegers informiert Rudi Meier die Bewohner vom Heim und die Öffentlichkeit über die Taten. Also, wenn Sie einen Fall haben in einem Zentrum, ist das so sehr, sehr schlimm. Und wenn Sie gerade 9 Fälle haben, dann ist das ein super Geld. Doch das war noch nicht alles. 2 Monate später wieder eine Medienkonferenz. Die Behörden orientieren, der Pfleger hat in der Untersuchungshaft 19 weitere Tötungsdelikte in anderen Pflegeheimen gestanden. Der mutmaßliche Täter gibt zu, 27 alte Menschen umgebracht zu haben. Für mich ist so eine Dimension verrückter geworden, eigentlich die ganze Geschichte. Tatsache natürlich, dass es sich um eine Serie handelt und auch Tatsache, dass wir es dann eigentlich herausgefunden haben, auch unser Heimarzt, hat mir natürlich eine gewisse Erleichterung gegeben. Aber nicht, weil wir die waren, die es herausgefunden haben, sondern weil wir dem Täter können, das Handwerk legen konnten. Die Serie der Patiententötungen fängt hier im betagten Heim am Schermen an. Der Roger A. arbeitet hier als Pflegehelfer. 1995 bringt er in diesem Heim die ersten 2 Patienten um. Dann fängt er eine Ausbildung zum Krankenpfleger an. Schon im ersten Praktikum im Kantonsspital Obwalden tötet der Roger A. einen Patienten. Sein 2. Praktikum macht der Roger A. im Pflegezentrum Seemat Küsnacht. Es sterben 4 weitere Menschen. Als ausgebildeter Krankenpfleger kommt der Roger A. ins Pflegeheim am Schermen zurück. In den nächsten 8 Monaten bringt er hier 10 Menschen um. Anfang 2000. Der Roger A. fährt in der Schule für Gemeinschaftskrankenpflege eine weitere Ausbildung an. Während dem Praktikum bei der Spitex Arne tötet er eine Frau. Nach knapp einem Jahr bricht der Roger A. diese Ausbildung ab. Der letzte Arbeitsort von Roger A. ist das betagte Zentrum Eichhof Luzern. Hier arbeitet er ein halbes Jahr und bringt 9 Menschen um. Dann wird er von der Polizei verhaftet. Innerhalb von rund 6 Jahren bringt der sogenannte Todespfleger Roger A. 27 alte Menschen um, 23 Frauen und 4 Männer im Alter zwischen 66 und 95 Jahren.
Er hat hier verschiedene Methoden angewendet. Einerseits hat er Sedierungsmittel eingegeben, also Nocinan, Haldol oder Tramal. In einer anderen Variante war es, dass er einen Plastiksack zusammengefaltet hat und mit einem Tüchlein aufs Gesicht, also Maul und Nase gedrückt hat. Und die dritte Methode war eine Mischung. Er hat zuerst ein Sedierungsmittel gegeben und nachher noch mit Plastiksack und Tüchlein aufs Gesicht gedrückt. Der Roger A. hat seine Taten gestanden. Von früheren Kollegen wird der heute 36-jährige Mann als hilfsbereit, fröhlich und kompetent beschrieben. Als Mensch aber auch, der arrogant sein konnte und gerne den Chef gespielt hat. Sein wahres Gesicht hat der Roger A. in diesem Umfeld nie gezeigt. Aber letzten Endes eigentlich seine Biografie ist die von einem durchschnittlichen jungen Schweizer Erwachsenen mit einer grossen Ausnahme. Er hat ein Doppelleben geführt, er war nämlich der Täter und hat 27 Personen über 6 Jahre hinweg getötet. Und das finde ich einen sehr bedrohlichen Charakterzug. Am nächsten Freitag wird im Roger A. hier im Zentrum Gersag der Prozess gemacht. Die Anklage lautet auf Mord, vorsätzliche Tötung und versuchte Tötung. Ja, der Freitag fährt der Prozess vom Luzerner Kriminalgericht wie gehört an. Wir berichten die ganze Woche aus verschiedenen Blickwinkeln über den Fall vom Todespfleger. Unter anderem kommen auch betroffene Angehörige zu Wort. Und Fachleute, morgen zum Beispiel die Gerichtsmediziner, sie müssen den Ermittlern einen Beweis für die Todesursache liefern. Der Fall vom Todespfleger von Luzern. Zwischen 1995 und 2001 bringt der geständige Krankenpfleger Roger A. in verschiedenen Heimen insgesamt 27 alte und pflegebedürftige Menschen um. Ein schwieriger Fall auch für Gerichtsmediziner. Sie müssen die Tötungen beweisen. Keine einfache Aufgabe, wenn die Opfer schon länger begraben sind. Urs Sloxnat. Rückblende, Sommer 2001. Der Untersuchungsrichter Orvo Nieminen steht vor der schwierigen Aufgabe, das Geständnis von Roger A. durch harte Fakten zu beweisen. Aber das allein reicht nicht, was, wenn das Geständnis plötzlich zurückzieht. Die Schlagzeile damals: Polizei kann ihm nichts nachweisen. Wir sind eigentlich auf das Geständnis des Täters angewiesen und wir sind auch darauf angewiesen, die Abklärungen können zu machen, ob das von der Krankengeschichte von den einzelnen Leuten, von den Verläufen, von den medizinischen Verläufen, ob das plausibel sein kann, was uns der Täter erzählt. Institut für Rechtsmedizin, Uni Zürich. Hier ist der Auftrag gekommen, den Beweis zu finden. Hauptverantwortlich der Rudolf Hauri, Arzt und gerichtsmedizinischer Gutachter. Und der Peter Itten, Chemiker, Spezialist für den Nachweis von Vergiftungen, auch von Medikamentenwirkstoffen. Monatelang beschäftigt sich der Fall. Ihr Problem, die Daten, die der Roger A. gestanden hat, liegen zum Teil schon 5 Jahre zurück. Die Opfer sind begraben, die meisten kremiert. Spurensuche in der Krankengeschichte. Total hat der Rudolf Hauri 142 Fälle nochmal angeschaut. Alles Verstorbene aus Heim, wo der Roger A. einmal geschafft hat. 40 Krankengeschichten sind auffällig, müssen noch genauer angeschaut werden. Jeder Eintrag von der Schwestern ist wichtig, jeder Labor wert. Gerichtsmediziner werden fündig. Und sieht natürlich, wie es dieser Person gegangen ist, ob man gesehen hat, dass der Verfall einsetzt, dass man eigentlich damit rechnen muss. Es geht von Tag zu Tag schlechter. Man hat Angehörige informiert, man muss mit dem Ableben rechnen. Oder, dass eben alles nicht vorhanden ist, eine Person vielleicht noch in ein Dorf spazieren ist und ein paar Stunden später einfach tot ist aus unerklärlichen Gründen. Und es geht noch weiter. Damit man Vergiftungen mit Medikamenten nachweisen kann, werden 5 Verstorbene exhumiert. Bilder, die die Ermittler selber aufgenommen haben, auch für sie keine alltägliche Arbeit. Dass man Spuren an Leichen, die 2 oder sogar 3 Jahre lang begraben waren, überhaupt noch nachweisen kann, ist erstaunlich. Wir haben aber die Organe erkannt, also die Organe sind noch vorhanden gewesen, entnehmbar. Aber ob noch ein Analyseresultat herauskommt, das ist natürlich im Zeitpunkt der Obduktion völlig unklar gewesen. Das grosse Problem ist, dass man sich vorstellen, ein Organ, das so lange faulen kann, die haben einen Haufen körpereigene Zersetzungsprodukte und die muss man wegbringen, damit man Medikamentenwirkstoffe, die wir ja eigentlich suchen, können nachweisen und dass die nicht immer überdeckt sind von all diesen Fäulnisprodukten, die der Körper produziert.
Nach aufwendigen chemischen Analysen finden die Spezialisten schließlich, was sie gesucht haben. Spuren von Schlafmitteln, Beruhigungsmitteln, die der Kläger den Leuten gegeben hat, die überdosiert absolut tödlich sind. Die Beweise sind so chemisch erhärtet, dass nicht nur Indizien sind, sind Beweise, ja. Das traurige Fazit: Von den 27 Tötungen, die der Roger angestanden hat, kann im Gericht Medizin 24 nachweisen. Er hat sie entweder mit Medikament umgebracht oder erstickt. Es sind alles alte, kranke Menschen gewesen, mehrheitlich Frauen. Nächsten Freitag also ist der Prozess vom Todespfleger. Das Strafmass wird davon abhängig sein, welches Motiv das Gericht dem Täter glaubt. Die Richter können dabei auch vergleichen, was der Roger angemacht hat, ist nämlich kein Einzelfall. In vielen Ländern sind schon Mordserien in Heim und Kliniken passiert. Und meistens waren es Pflegepersonen, die getötet haben. Der Karl-Heinz Beine hat als Psychologe die erste systematische Studie dazu gemacht. Sabine dahinter hat mit ihm geredet. Der Karl-Heinz Beine ist ein international anerkannter Experte zum Thema Patiententötung. Er kommt aus Deutschland. Karl-Heinz Beine, bei solchen Fällen stellt man sich immer zuerst die Frage, warum tut einer so etwas? Und Roger Ade hat gesagt, ich habe es aus Mitleid getan. Ist das für Sie glaubwürdig? Das ist für mich nicht glaubwürdig, obwohl ich zu dem Einzelfall Roger A. in der Schweiz noch wenig sagen kann. Fast alle Täterinnen und Täter haben sich auf Mitleid berufen und bei näherer Überprüfung handelt es sich mehr um Selbstmitleid denn um Mitleid. Die Täterinnen und Täter greifen sozusagen das Zerrbild ihrer eigenen Zukunft an. Sie befürchten für sich selbst derartige Umstände des Sterbens, ertragen dies nicht und töten dann ihre Opfer. Dann sagt Roger A. auch, er sei überlastet gewesen, er habe seine Teammitglieder entlasten wollen. Ist denn das plausibel? Es ist so, dass es in mehreren Fällen solche Einlassungen gab von Täterinnen und Tätern. In Cincinnati, USA, hat beispielsweise ein Täter gesagt, ich bin einen weiteren für euch losgeworden, aber... Die Realität ist, dass Krankentötungen weltweit geschehen sind unter Arbeitsbedingungen, die sicher überlastend waren und unter Bedingungen, von denen man sagen muss, dass sie überdurchschnittlich gut waren. Man kann, so sagen die Untersuchungen, aus der Arbeitsumgebung und aus der Arbeitsbelastung nicht kausal schließen auf das Risiko, dass Patienten getötet werden. Also da kann man auch nicht sicher sein. Sie haben international mehr als 212 Patiententötungen nachgewiesen. Konnten Sie da eine Gemeinsamkeit zwischen den Tätern feststellen, also eine Art Täterprofil? In Grenzen ja. Es handelt sich weit überwiegend, überraschend um männliche Täter. Die Täter sind überdurchschnittlich selbstunsicher. Die Täter verbergen sich häufig hinter einer rational kühlen Beziehungsgestaltung zu anderen Menschen oder präsentieren sich als Leiter vorbildlich geführter Stationen oder sind in besonderer Weise engagiert, was Mitarbeiter anbelangt. Sie sind aber im Kern in ihrer Equipe isoliert, haben eher eine Außenseiterstellung und sind in allererster Linie nicht präsent, nicht greifbar, machen einen eher blassen Eindruck. Und irgendwie psychisch krank, also gar nicht schuldfähig letztendlich. Es ist so, dass keiner der weltweit verurteilten Täter schuldunfähig war. In 2 bis 3 Fällen ist es so gewesen, dass schuldeinschränkende Umstände vorlagen, nicht aber manifeste psychische Erkrankungen, die die Täterinnen oder Täter ganz exkulpiert hätten. Die allergrößte Anzahl ist schuldfähig gewesen, voll schuldfähig im Sinne des Gesetzes. Zum Schluss noch eine eher heikle Frage für die Heime und Kliniken, die betroffen sind, nämlich könnte man so einen Täter früher entlarven? Man kann zumindest wachsam sein und das Wichtigste in diesem Kontext ist, solche Taten nicht für denkunmöglich im jeweils eigenen Arbeitsbereich zu halten. Es ist wichtig zu wissen, dass es diese Straftaten gibt und besonderes Augenmerk muss gelten, wenn eine Täterin, ein Täter, ein
Mitglied des Teams in besonderer Weise sich zurückzieht, zynisch erstarrt oder gar mit einschlägigen Spitznamen belegt wird, wie etwa Vollstrecker oder Todesengel, dann ist Alarmstufe Rot. Karl-Heinz Beine, danke für dieses Gespräch. Mit Wut, mit Trauer, so haben viele Angehörige der Opfer reagiert. Mehr über ihre Reaktionen morgen in der Todespfleger-Serie. Eines der 27 Opfer des geständigen Todespfleger war Mina von Rotz. Die 83-jährige Frau hat in ihrem Haus in Sarnen gewohnt und ist von den Angehörigen mit Hilfe von Spitex Sarnen gepflegt worden. Die Tochter Margrit Müller von Rotz erzählt unserem Reporter Roman Bannholzer, wie sie die Pflege des Praktikanten Roger A. und seine schreckliche Tat erlebt hat. Ich würde dem Grab stehen und das kommt mir immer wieder. Der Gedanke, oder? Mina von Rotz war 83-jährig, als sie gestorben ist. In der Familie von Rotz hat damals niemand mit ihrem Tod gerechnet. Sie hat mir auch eine Woche vorher gesagt, nein, sterben, das ist etwas Grausiges, das will ich da gar nicht. Ich bin glücklich, dass ich hier bei euch sein darf und dass ich nicht einschärmen muss. Roger A. hat Mina von Rotz als Praktikant von der Spitex Sarnen in ihrem eigenen Haus gepflegt. Meine Mutter war ja eigentlich ein fröhlicher Mensch. Sie hat ihm Danke gesagt, sie hat gelächelt, wenn er kam. Oder? Sie war wirklich äußerst dankbar. Darum habe ich gedacht, nein, das gibt es ja nicht. Oder? Sie war kein zänkischer Typ, oder? Sie war sehr lieb mit ihm und er eigentlich auch. Hat er denn zum Teil auch gesagt, was er so gemacht hat? Ja, er hat gesagt, jetzt habe ich noch die Füße eingerieben und ich habe noch das Küsschen unter die Füße da. Und ja, in dieser Beziehung war es äußerst fürsorglich. Und mir das auch natürlich auch sehr betont. Also du hast gedacht, es ist alles bestens, ja. Es ist ein guter Pfleger. Ja. Ja, das fällt dir nachher erst im Nachhinein auf, dass das vielleicht auch System gehabt. Im Nachhinein gab die Familie davon aus, dass der Pfleger schon ein erstes Mal probiert hat, die Mutter zu töten. Am 17. September 2000. Dort am Sonntag bin ich wahrscheinlich dazugekommen, bevor er das vollenden konnte. Oder sie war halt doch noch viel stärker gewesen, als er geglaubt hat. Und dann ist er ganz nervös geworden und hat immer den Blutdruck gemessen und gesagt, ich glaube es nicht. Die kommt wieder. Und etwa am 11:45 habe ich dann noch eine Kollegin gekommen. Und dort hat sie eben, wo sie sie berühren wollte, so weggeschupft. Und wir konnten uns das nicht erklären. Wir haben gesagt, was ist das? Die Frau hatte doch sehr gerne Streicheleinheiten gehabt. Und wir sind eigentlich beide entsetzt gewesen, sie es aber nicht erklären. Aber ein Jahr später hatte ich die Erklärung gehabt, als sie sich wahrscheinlich dort vehement gewehrt hat, als er sie hat ersticken wollte. Der Roger A. habe ich aber nicht zurückgelassen und habe es noch einmal versucht. Und er sagt dann aber beim Gehen, er käme den Mohn eine Stunde kleiner. Er nimmt sie als erste Patientin dran. Und ich hatte wieder so eine Blockade und habe nicht gesagt, ich will das nicht haben. Ich habe doch abgemacht als zweite Patientin. Und dann hat er mir ausdrücklich gesagt, ich müsste nicht pressieren mit dem Kotzmorgen geben. Oder das sei dann schon gut, wenn ich dann wieder so käme wie immer. Trotzdem, dass er eine Stunde früher war. Ja. Also hat er das am Abend voll geplant. Voll geplant. Und um 7:30 kommt das Telefon. Ihre Mutter ist dann in meinen Armen ganz friedlich gestorben. Ein nach dem Tod hat sich der Pfleger weiter wollen um die Mutter kümmern.
Und dann hat er gesagt, dass ihre Mutter sehr fürsorglich war, sehr bedacht war darauf, als er sich wegmachen kann. Ich habe ihr jetzt noch gerade frische Windeln angelegt. Hat ihre Mutter ein Lieblingskleid gehabt, dann lege ich ihr das Lieblingskleid an. Und dann habe ich das Kleid vorgenommen. Warum der Pfleger die Mutter umgebracht hat, das kann noch heute niemand verstehen. Also ich denke, dass er irgendwo ein Problem hat, dass er da einen inneren Zwang hatte, die Leute zu töten und er sich irgendwie einen Genuss hatte. Aber ich sehe ihn nicht Mitleid. Das glaube ich ihm nicht, das nehme ich ihm nicht ab. Dass es Mitleid war. Das würde man nie können, ganz vergessen. Ich muss sagen, ein Jahr lang hat es mich tagtäglich beschäftigt. Jede Nacht, wenn ich verwachet bin, war das der erste Gedanke. Und ich muss sagen, Gott sei Dank, nach einem Jahr hat sich das dann jetzt ein bisschen abgeflacht. Bei seiner Verhaftung hat er im Luzerner Betagtenzentrum Eichhof gearbeitet. Dort hat der Roger A. laut Geständnis 9 Menschen umgebracht. Bei den ehemaligen Arbeitskollegen von Roger A. im Eichhof ist jetzt Sabine da hinten. Und dort ist der Todespflegeprozess einen Tag vor der Verhandlung natürlich ein grosses Thema, Sabine. Ja, das ist ja schon. Also zum Beispiel unten vor dem Eingang stehen zwei Polizisten, um übereifrige Journalisten abwimmeln, wobei die haben bis jetzt nichts zu tun hatten. Aber eine Belastung ist natürlich vor allem für die ehemaligen Arbeitskolleginnen und Kollegen von Roger A. Wir sind darum auch nicht auf der Station, wo er gearbeitet hat, sondern auf einer anderen Abteilung. Marisa Lehnherr, wie erleben Sie diese Tage vor dem Prozess? Also es beschäftigt uns natürlich alle im Haus. Aber vor allem natürlich die Mitarbeiter, die dort einmal schon da waren, die sind von Neuem wieder betroffen. Sie brauchen Unterstützung, Begleitung. Es zeigt sich darin, dass sie sehr das Bedürfnis haben, darüber zu reden. Also sie reden darüber mit ihren Kolleginnen, mit mir, mit uns allen zusammen. Also der Prozess tut alles wieder aufwühlen? Ja, die Gefühle von damals kommen natürlich wieder auf, verständlicherweise. Und ja, das müssen die Leute irgendwie verarbeiten und müssen natürlich darüber reden. Das ist im Moment das Beste, was man für sie machen kann. Die Patiententätigen sind ganz ein grosses Tabuthema. Man wagt gar nicht daran zu denken, dass ein Pfleger die Patienten umbringen könnte, geschweige denn darüber zu reden, normalerweise. Der Urs Loxnat berichtet über Aufdeckbarrieren und über das Schweigen von den Pflegerinnen und Pflegern. Patienten töten, anstatt pflegen, helfen, lindern. Die Daten vom ehemaligen Krankenpfleger Roger A. gehören zum dunkelsten Kapitel der Pflege überhaupt. Mehr noch, sie sind so unvorstellbar, dass man am liebsten nicht darüber reden will. Ein absolutes Tabu. In dem Augenblick, wo ein Kollege, eine Kollegin, die ich mitunter schon jahrelang kenne, dazu übergeht, Menschen vorsätzlich zu töten, ist das ein derartig ungeheuerlicher Gedanke, der viel Zeit braucht, bis ich ihn selber in mir überhaupt zulassen kann. Das Nicht-Wollen-Wahrhaben kann mit ein Grund sein, dass es oft jahrelang geht, bis ein Täter überführt und verhaftet wird, obwohl es unter Umständen vorher schon Anzeichen oder einen Verdacht gegeben hat. Und bei allen meinen Gesprächspartnern läuft dieser Abwehrmechanismus ab. Das kann nicht sein. Das kann schon gar nicht bei uns sein. Das darf nicht sein. Die Frage, die sich im Nachhinein alle stellen, ist immer wieder die gleiche. Warum hat man den Täter nicht früher entlarvt? Auch das hat vermutlich mit dem Tabu zu tun. Mit der Überzeugung, dass es Patiententötungen gar nicht geben darf. In Luzern muss man sich wegen einer Zivilklage genau dieser Frage stellen. Ich muss in diesem Zusammenhang einfach darauf hinweisen, dass in anderen Heimen, nachdem der Roger A. überführt worden ist im Eichhof, Äußerungen gekommen sind, das ist bei uns nicht passiert, das hat nie können passieren. Und 3 Monate später haben wir Kenntnis gehabt, dass 18 weitere Fälle vorliegen. Also ich gehe davon aus, dass alle Leute etwa gleichlich reagieren in so einer Situation, dass sie es allenfalls nicht können oder nicht können warnen.
Im Kanton Obwalden hat Roger A. insgesamt 14 Tötungen gestanden. 10 davon innerhalb von einem Jahr hier im Pflegezentrum am Schermen. Eine normale Sterbestatistik, hat man gesagt. Sterben gehört hier zum Alltag. Dass jedes Mal der Roger A. die Patienten gepflegt hat, ist nicht aufgefallen. Wir konnten eigentlich sagen, es gibt keine Anhaltspunkte, wo man sagen musste, da hätte man eine Alarmglocke läuten müssen. Vor allem auch, weil man im Nachhinein festgestellt hat, dass der Täter sehr raffiniert und eigentlich sehr professionell, muss man fast sagen, vorgegangen ist. An allen Orten, an denen Tötungsserien geschehen sind, gibt es eine Mischung aus ungläubigem Entsetzen, Erstaunen und defensivem Abwehrverhalten, das sich beginnend bei den direkten, unmittelbaren Kollegen fortsetzt über alle Ebenen der Hierarchie bis hin zu den Ermittlungsbehörden. Auch wenn es noch viele offene Fragen gibt, die Tötungsserie von Roger A. rüttelt auf, macht nachdenklich. Alle sind sich einig, man muss darüber reden, das Tabu brechen, dass es so etwas nie mehr passieren kann. Also man muss darüber reden. Die Stadt Luzern, die hat nach dem Fall probiert, die Gesprächskultur in allen Heimen zu verbessern. Ruth Lindemann, wie tut man denn jetzt darüber reden? Also wir haben verschiedene Möglichkeiten. Was wir ganz fest machen, sind Fallbesprechungen. Dort geht es darum, Bewohnersituationen können im Team anzuschauen, schauen, wo sind Belastungen. Sind Belastungen bei allen Teammitgliedern da oder sind es bei Einzelnen? Und dann auch miteinander auch Lösungen suchen, um in dieser Pflegesituation gut können pflegen und Bewohnerinnen und Bewohner auch, dann auch ernst zu nehmen. Also man macht den Leuten Mut, einmal anzusprechen, wenn sie überlastet sind. Und was sie auch verändert haben, ist der Umgang mit einem Todesfall. Ja, also wir sind sicher sensibilisiert worden und haben dann intensiv diskutiert, was sind erwartete Todesfälle, aber auch was sind unerwartete Todesfälle. Und für die Pflegenden ist es ganz wichtig, sie auch zu wissen, wie müssen sie reagieren, wenn eben ein unerwarteter Todesfall eintritt auf eine Abteilung, auf eine Gruppe. Tut man das genauer untersuchen, danke. Marisa Lindenmann. Und was man auch verändert, jetzt zum Beispiel ganz konkret hier im Eichhof, das ist die Art und Weise, wie man auf Medikamente herkommt. Weil Frau Lindenmann, der Roger A. hat ja offenbar zum Teil den Patientinnen und Patienten Medikamente überdosiert. Was hat sich verändert? Also sicher in diesem Zusammenhang haben wir Richtlinien erschaffen rund ums Medikamente richten und kontrollieren. Wir haben so ein Kontrollblatt erschaffen. Das heisst, also, wenn ich Medikamente richte, das ist jetzt der Medikamentenschrank, den Sie aufmachen, wo es ganz viele Schlüssel dazu braucht, die nicht ganz einfach ist zum Aufmachen. Da hat aber jeder Pfleger die Schlüssel dazu? Also jede diplomierte Pflegefachperson hat da einen Schlüssel dazu. Und eben um die Kontrolle zu verstärken, haben wir ein Medikamentenrichterblatt gemacht, das beinhaltet, also wenn ich jetzt Medikamente zum Beispiel richte, dann tue ich das Datum drauf und mein Visum. Und meine Kollegin, die dann zum Bewohner geht, um das Medikament zu verteilen, tut es nochmal kontrollieren und tut auch ihr Visum drauf geben. So denke ich, haben wir die Sicherheit für unsere Bewohner gewährleistet. Das wird doppelt kontrolliert. Das wird doppelt kontrolliert. Danke, Marisa Lindherr. Übrigens ist seit diesen Todesfällen die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner im Eichhof nicht kleiner geworden. Soweit die Tabine da hinten vom Luzerner Betagtenzentrum Eichhof. Am Tag 5 der Schweiz Aktuellserie über den Fall heute, der Prozesstag. Der hat nur gerade einen Vormittag lang gedauert, das, wo im Kanton Luzern normalerweise keine Beweisaufnahme mehr vor dem Gericht stattfindet. Die Befragung und das Beweisverfahren waren also schon vorher abgeschlossen gewesen. Heute beim Prozess hat der Staatsanwalt 17 Jahre Zuchthaus gefordert für Roger A. Es sei klar, dass der ehemalige Pfleger 24 betagte Menschen getötet hat. Urs Sloxnat. GSAG-Zentrum Emmen heute Morgen um 7:30 Uhr. Hierhin hat das Gericht aus Platzgründen die Verhandlung verlegt, die ersten Fotografen schon in Aktion. Während vorne am Haupteingang jeder Prozessbesucher einen Sicherheitscheck machen muss, ist der Anklagte bereits durch den Hintereingang eingeschleust worden. Kurz darauf aber kommen auch die Richter, eine Frau und 4 Männer. Punkt 7:45 Uhr ist es soweit, der Roger A. auf dem Stuhl vor den Richter, mit dem Rücken zum Saal.
Die Anklage lautet auf 5-fachen Mord, 19-fach vorsätzliche Tötung, 3 Tötungsversuche. Der ehemalige Krankenpfleger gilt als voll zurechnungsfähig. Interviews in einer Prozesspause. Obwohl die Tötungsserie bei uns in der Schweiz beispiellos ist, fordert der Staatsanwalt nicht lebenslänglich, sondern 17 Jahre Zuchthaus. Ich bin von einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe ausgegangen, aufgrund von diesen extrem schweren Tatvorwürfen. Kooperationsbereitschaft, Geständnisbereitschaft vom Anklagten ist aber so gewesen, dass er eine Vielzahl von Taten gestanden hat, die man ihm sonst nicht hätte nachweisen können. Und das führt zu einer erheblichen Strafminderung in meinem Strafantrag. Der Pflichtverteidiger, der selber nicht vor die Kamera will, lehnt die Mordvorwürfe ab und plädiert auf vorsätzliche Tötung. In seinem Plädoyer verweist er auf grundsätzliche Probleme wie Sterbehilfe und Überalterung. Die Argumente, ich habe das auch betont, die sind nicht hier im Gerichtssaal zu führen. Die Diskussion ist real, das ist ja so. Aber die Verantwortung, die individuelle Verantwortung des Anklagten wird mit dem nicht tangiert. Auch Sterbehilfe ist in diesem Zusammenhang gefallen. Das ist genau das Gleiche. Die gesellschaftspolitische Diskussion über Sterbehilfe war nicht heute zu führen im Gerichtssaal. Am zweiten Mittag ist alles vorbei. Verschiedene Angehörige von Opfern, die den Prozess verfolgt haben, geben den Medien Auskunft. Ja, irgendwie hilft es mir, ein bisschen zu verarbeiten, wenn man die ganzen Umstände und jetzt alles gehört hat. Irgendwie hat es mich ein bisschen befreit. Und jetzt wollen wir schauen, was jemand rauskommt. Ein Prozess ist ein Prozess. Contra und Pro und Contra, oder? Aber irgendwie wissen wir ja, wer der Schuldige ist. Und der Schuldige soll auch bestraft werden. Er zeigt sich ruhig, er hat sich entschuldigt. Haben Sie so eine Entschuldigung können annehmen? Also gut, ich muss sagen, ich habe sie erwartet. Und ich denke, dass er natürlich psychologisch auf das auch sehr vorbereitet worden ist. Die Absperrgitter werden verräumt, die Polizei gibt den Saal wieder frei. Das Urteil der Richter wird in 10 Tagen erwartet. Vor dem Zentrum Gersagt, Emmenbrück, ist jetzt Sabine da hinten. Sabine, der Anklagte Roger A. war heute auch vor dem Gericht. Wie hat er auf dich gewirkt? Also am Anfang hat er relativ nervös gewirkt, aber es ist ein kräftiger Mann und als er hat verreden, hat er auch sehr selbstsicher. Denn er hat wieder gesagt, dass er in seinem Beruf überfordert sei. Er hat den Beruf offenbar mehrere Mal aufgeben. Und ich gesagt, er habe die Langzeitpflege schwer vertreibt. Er habe schwer vertreibt, dass die Leute, die dort sind, kein Ziel mehr haben im Leben. Und er hat eben die einen von denen wollen erlösen. Er hat aber auch gesagt, dass er die anderen zum Teil nicht vertreibt habe. Und weil sie ihm zur Last geworden sind, habe er sie umgebracht. Und ganz am Schluss hat er gesagt, er wisse, dass er damals Gott gespielt habe auf eine Art. Er täge sich bei den Angehörigen dafür entschuldigen, er täge das bereuen. Aber er könne in vielen Fällen immer noch nicht sagen, warum dass er das eigentlich alles gemacht habe. Der Verteidiger von Roger A. hat ja vor den Medien nicht eine Auskunft gegeben. Was hat er im Gericht über Roger A. gesagt? Also zuerst hat er gesagt, es sei für ihn sehr ein schwieriger Prozess, weil das halbe Volktage mitreden, er käme sich vor wie an einem Schauprozess. Und zur Verteidigung von Roger A. hat er wieder Punkt Mitleid und Überlastung ins Feld geführt. Er hat gesagt, viele Pflegende seien in der Langzeitpflege ja überlastet, kommen an Grenzen und Roger A. sei halt sehr ein gefühlvoller Mensch gewesen, der heilige Welle, die Leute vom Leiden erlösen, das Leiden verkürzen. Der Roger A. müsse aber für Tötungen bestraft werden, allerdings nicht für Mord in seinen Augen. Der Roger A. habe nicht egoistisch gehandelt oder besonders skrupellos oder besonders verwerflich. Und dann hat er noch in 4 Fällen sogar Freispruch gefordert. Er hat gesagt, in diesen Fällen sei der Beweis der Rechtsmediziner gar nicht ganz deutlich. Besten Dank, Sabine, da hinten vom Zentrum Gersagt Emmenbrück. Und wie schon gehört, also das Urteil, das wird frühestens am 2. Februar bekannt geben. Das Luzerner Kriminalgericht hat über einen Todespfleger ein Herzurteil gefällt. Zuchthaus lebenslänglich. Laut dem Gericht ist der Roger A. in 22 Fällen schuldig wegen Mord, in 3 Fällen wegen Mordversuch und in 2 Fällen wegen unvollendetem Mordversuch. Das Urteil ist bedeutend strenger, als es der Staatsanwalt beantragt hat. Der Robert Müller und der Tommy Sturzenegger mit den Reaktionen.
Auf diesen Brief hat Margrit Müller seit Jahren gewartet. Es ist die Urteilseröffnung über den Todespfleger von Luzern, der Roger A. Vor Jahren hat er, der damals bei der Spitex gearbeitet hat, die Mutter von Margrit Müller umgebracht. Das Gericht hat Roger A. in diesem Fall und in 21 weiteren jetzt wegen Mord verurteilt. Also ich finde das Urteil schon richtig. Weil er hat doch wehrlose Leute umgebracht. Und auch in meinem Fall bin ich immer der Meinung gewesen, dass meine Mutter von ihm ermordet worden ist. Nicht nur eine vorsätzliche Tötung. Von dort her bin ich eigentlich befriedigt. Weil er hat diesen Leuten, diesen alten Leuten auch keine Chance gegeben. Für die ist das auch lebenslänglich, oder? Die kommen nicht mehr zurück. Mit der lebenslangen Haftstrafe geht das Luzerner Kriminalgericht sogar noch weiter, als das der Staatsanwalt Horst Schmidt gefordert hat. Er hat für den Roger A. eine Strafe von 17 Jahren beantragt. Offenbar hat das Gericht dem Roger A. die Erklärungen, er habe Mitleid gehabt mit den alten Menschen, nicht abgekauft. Und es taxiert die Art und Weise, wie dass der Todespfleger seine Opfer umgebracht hat, als grausam. Ich habe in 5 Fällen auf Mord plädiert. Das Gericht hat offensichtlich jetzt die Tatumstände von allen Tötungen stärker gewichtet als die Motive des Angeklagten. Und ich gehe von dem aus, ist aus dem Grund zu Mordqualifikation für alle Tötungen gekommen. Froh über das strenge Urteil sind nicht nur die Angehörigen, sondern auch die Pflegenden selber. Im Alters- und Pflegeheim Eichhoffs Luzern, wo der Roger A. zuletzt gearbeitet und dann verhaftet worden ist, ist man zufrieden, dass das Urteil ein klares Zeichen setzt. Es ist nicht unser Auftrag, Richter zu spielen. Unser Auftrag ist es, für die Leute zu sorgen, für ihre Sicherheit. Und da steht es nicht an, dass jemand aus der Pflege einfach selber die Entscheidungen der Leute abnimmt und jemanden umbringt. Darum finde ich das gerecht. Auch beim Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Männern ist man über Strafmass zufrieden. Auch wenn man sich da bewusst ist, dass es damit nicht da ist. Wir sind als Vertreter des Berufsverbands froh um das klare, deutliche Urteil. Es ist eine verwerfliche Tat und man muss zur Verantwortung gezogen werden. Zur Verantwortung gezogen werden muss aber aus meiner Sicht auch Gesellschaft. Es geht da auch um ein gesellschaftliches Problem, um die Anerkennung von den alten Menschen in unserer Gesellschaft und um die Anerkennung von der Pflege an diesen alten Menschen. Für Margrit Müller ist das Urteil vom Gericht ein wichtiger Schritt, um die Tat von Roger A. zu verarbeiten. Zwar sagt sie, sie empfinde keinen Hass, begegnen möchte sie ihm aber trotzdem nicht. Ja, ich meine, wir haben alle die Angehörigen verloren, die wir gerne hatten. Und wir müssen jetzt mit dem auch bis an unser Lebensende fertig werden. Dass man die umgebracht hat, dass die nicht den natürlichen Tod gestorben sind. Und meine Mutter tut mir heute noch leid, dass sie so haben müssen gehen. Einer der spektakulärsten Gerichtsfälle der Schweiz findet so jetzt vorläufiges Ende. Trotz lebenslanger Haft, bei guter Führung könnte der Todespfleger von Luzern schon nach 15 Jahren wieder aus dem Gefängnis kommen. Stellt sie in Verbindung mit unserem Zentralschweizer Korrespondenten Roman Bannholzer. Schauen wir doch das Urteil noch etwas genauer an. Lebenslänglich, das ist sehr ein Herzurteil. Begründung vom Gericht, da muss man ein paar Monate drauf warten. Aber trotzdem eine Einschätzung von Ihnen. Wie kommt es zu dem harten Urteil? Ja, der Staatsanwalt hat strafmildernde Umstände geltend gemacht, wo er nur 17 Jahre Zuchthaus gefordert hat. Strafmildernde Umstände darum, weil der Roger A. sehr kooperativ war und auch ein vollumfängliches Geständnis abgelegt hat. Nur darum sind die Taten zum Vorschein gekommen, die sonst immer verborgen geblieben wären. Die strafmildernden Umstände, die hat aber das Kriminalgericht jetzt offensichtlich nicht gleich stark gewertet. Der Staatsanwalt hat vor Gericht auf Mord in 5 Fällen plädiert und jetzt sagt das Gericht Mord in 22 Fällen. Wie kommt das zustande? Das ist eine riesige Diskrepanz. Das Kriminalgericht hat vor allem angeschaut, wie der Roger A. vorgegangen ist. Wie hat er die alten Leute umgebracht? Und das hat man schon gemerkt beim Prozess, wo der Gerichtspräsident den Roger A. gefragt hat, wie ob der Roger A. dann auch Leute umgebracht hat, weil sie ihm lästig geworden sind, oder ob er die alten Leute dort hat, weil mit roher Gewalt. Und darauf hat der Roger A. ganz klar mit Ja geantwortet. Die Grausamkeit, die hat jetzt das Kriminalgericht so taxiert, dass das 22 Fällmord ist.
Wie tut der Verteidiger von Roger A. auf das Urteil lebenslänglich reagieren? Ich habe heute Morgen mit dem Verteidiger, mit dem Anwalt von Roger A. telefoniert. Er wartet jetzt die schriftliche Begründung vom Urteil ab und wird dann entscheiden, ob wir das Urteil weiterziehen an die nächste obere Instanz, das Obergericht Luzern. Eins ist aber sicher, die Strategie der Verteidigung ist nicht aufgegangen, dass der Roger A. aus Mitleid die alten Leute getötet hat. Das hat das Kriminalgericht nicht so gesehen.